Naja. Auch gut. So. Jetzt erstmal hier zum Dingens hin, zum Square. Square. Und guck nochmal eben, was es draußen gibt. Ah, schade. Ich hoffe die ganze Zeit, dass der Mann hier rumläuft dann. Komm, wir gucken noch. Fünfmal. Eins. Zwei. Drei. Scheiße. Vier. Und fünf. Letztes Mal. Ne, schade. Mann, ey. So, wo wollten wir jetzt hin? Battle Square, ne? Event Square. Battle Square, da. Hops. What? Tja, da war wohl schon jemand von uns. Oder aber ein gewisser Herr mit einem Mantel. Tot. Was? Warum? Ja, so... Cloud, wohin gehst du? Ja, wohin wohl? Es gibt nur eine Geschwindigkeit. Meine. Ja, hier werden wir wohl jetzt erstmal nicht irgendwo dran teilnehmen können. Hat Sephiroth das getan? Ich würde mal sagen, sieht ein bisschen danach aus. Nein, er war's nicht. Auf die Leute, auf die wurde ja geschossen. Sephiroth würde nie eine Pistole benutzen. Oh, das war jetzt... Was ist denn passiert? Ja, ein Mann mit einem Gewehr am Arm. What? Das kann nicht sein. Klar. Stehen bleiben, ganz ruhig. Nein, sie haben Hände. Ihr habt das angerichtet. Nein, wir waren es nicht. Ich muss mich geirrt haben. Was? Lauf schnell weg! Jetzt wird's gefährlich, wa? Jetzt wird's hässlich. Challenger. Hier ist Schluss. Weiter kommst du nicht. Ah nee, das war der andere. Warte, hör doch. Cloud! Es ist ne Roboter. Der hätte sich ne paar Roboter geholt, wa? Ja, ich glaube, der hier wird jetzt... Noch einmal! Hey, hey, pass auf! Das höre ich mir nicht an! Bezahl unten für dein Verbrechen! Mach schon! Wirst du einfach in ein Loch geworfen. Und kommst irgendwo unter der Goldsauce an. Geht's dir gut? Wo sind wir? Ein Wüstengefängnis. Gefängnis von Korrel. Ein Wüstengefängnis? Jawohl. Ein natürliches Gefängnis mitten in der Wüste. Jans von Treibsand umgeben. Ich hab gehört, dass man nie wieder rauskommt, wenn man einmal drinnen steckt. Aber die hab schon einen Ausbruch. Hey, Barret! Hi, Barret. Barret? Hat er wirklich... Zurück! Das ist meine Aufgabe! Lass mich in Ruhe! Okay. Wow.
Ist das einer deiner Freunde? Das sieht ziemlich gefährlich aus. Cloud, was sollen wir tun? Barrett ist nicht mehr derselbe. Na, passt schon. Kriegen wir alles hin. Irgendwie. No! Zauber, Zwerg und Manipulieren hat er auch noch. Wow. Dit hat wehgetan. Manipulation nicht möglich. Ich würde sagen, Blitz. Zauber, Angriff. Zauber, Heilung. Selbstzerstörung, bitte nicht schon wieder auf den... Das war knapp. Na, komm. Yep. Okay. Ja, die Masken, die sind schon ein bisschen widerlich, ne? 100 nur. Ah ja, stimmt. 2 haben sie selber platt gemacht. Gewitter plus 1. Yeah! So, aber ausrüsten können wir den jungen Herrn. Silber, irgendwas, Armband. Ne, der hat anscheinend sowieso schon Gemüt plus 10. Ich hab, weiß es nicht. Frosch, Zwerg, Gift. Komm, du kriegst den weißen Umhang, Junge. Hab ich vielleicht schon ein besseres Megafon für dich, ne? Dann rüsten wir dich aber nochmal mit ein paar bisschen was anderem noch aus. Wie wär's zum Beispiel mit Analyse? Oder mit... Naja, noch ein Feintechnik, kannst du halt ein bisschen was lernen. Versiegelung, Wiederbeleben. Das und... Behandlung. Ja, kann ich alle Nebeneffekte entfernen. Und die extra HP, die soll er auch mitnehmen. Ja, ey, ich wollte das... So. Materia. Der gute Barrett, müssen wir mal eben gucken. Tauschen. Junge, wo bist du? Ach, den habe ich gerade gar nicht mehr. Weil der jetzt gerade abhaut oder was? Weil der jetzt alleine weggegangen ist. Habe ich den jetzt gar nicht mehr im Sortiment, dass ich ihm irgendwie noch was geben könnte oder so. Okay. Danger, High Voltage. Der. Naja, shit happens, ne? Ich weiß auch nicht mehr, aber irgendwas konnte man doch hier auch noch machen. Wie ihr sehen könnt, ist auf jeden Fall hier, das ist halt von der Rückblende her eigentlich die Stadt, wo Barrett mal gelebt hat. Vom Stil her, wie das Ganze gebaut ist und so. Wir werden verfolgt. Oh, den darf er analysieren. Und dann gibt's einmal Eis 2 für alle. Und den Matra-Zauber. Go, go, Gadgetto. Eis. Go, go, Gadgetto. Mega-Raketen. So, tschüss, Freunde. Tschüssikowski. Das kleine Fräulein hier, das müssen wir aber erstmal heilen. Dann nehmen wir einen Heiltrank für. Ist die Hai. Hier gibt's zum Glück. Ich will dir was sagen, Neuer. Diese Wüste ist die reinste Hölle. Ruckzuck und du bist mittendrin. Wenn du aber wieder raus willst, wird sie dich verschlingen. Ich hörte, dass nur wenige ihr entronnen sind. Am besten hält man sich ganz fern von ihr. Hm? Bestimmt. So. Einmal speichern. Das PHS können wir natürlich gerade nicht benutzen. Oh Gott, ich spiele schon anderthalb Stunden.
Das können wir natürlich gerade nicht benutzen, weil alle irgendwie gefangen sind. So, diese Typen lügen nur. Alles Lügen. Nicht einer von ihnen sagt die Wahrheit. Du brauchst nur ein wenig mit ihnen zu reden und schon hast du genug von ihnen. Ja, wahrscheinlich. Warum uns der eine Typ hinterherläuft, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Wir haben hier schließlich ein bisschen was. Zwerg. Blitz 2. Und Eis 2. Ah, Zwerg, der Zauber Zwerg hat funktioniert, ja. Okay, cool. ...30 AP, 300 Punkte, das ist natürlich eine schöne Sache. Ein Heiltrank wieder zurückbekommen. Ist cool soweit. Dieser Lift bringt dich nach oben. Aber du musst dich als erst als Chocobo-Jockey beweisen. Machen wir das. Gegebenenfalls, demnächst. Hahaha, mit dem wollte ich eigentlich nicht reden, ich wollte mit dem da rennen. Willst du am Chocobo-Rennen teilnehmen? Na klar, ich bin dabei, Junge. Hol dir das, okay, vom Boss in der Region. Okay, gut. Wer ist der Boss? Du weißt nicht mal das? Oh Mann. Tja, tut mir leid, ich bin halt neu hier. Neu hier? Dann mach deine Aufwartung bei Mr. Kratos. Kochonis. Hi, Mr. Kochonis. Mr. Kratos. Dich kenne ich nicht. Willst du rauf? Klar rauf. Was denn sonst? Glaube nicht, dass du verstehst, was hier unten abgeht. Das ist die Müllhalde von Gold Saucer und die macht euch alle zu Schrott. Die einzige Möglichkeit, wieder raufzukommen, ist, dass die Gold, dass die Chocobo-Rennen zu gewinnen. Ist das Chocobo? Es ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Klar, wenn du die Erlaubnis vom Boss hättest, aber die kriegst du nie. Also ich brauche erst noch eine Erlaubnis von einem ominösen Boss. No one knows who that is. So, meine liebe Iris, wie wär's denn mal mit dem Matra-Zauber? Und der gute Kate Ziff, der darf einmal normal angreifen. Und dann hätten wir da den Cloud, der einmal Eis 2 auf alle feuert. Selbstzerstörung. Ach du Scheiße. Ja, ist doch schön. Nein, nicht Überfall. Der hat was geklaut. Lederhandschuh wurde gestohlen. Da müssen wir den Jungen jetzt mal eben schnell umbringen. Zack. Und Lederhandschuh zurückgehalten. Schön. Ja, dürfte eigentlich nicht mehr allzu lange dauern und dann Heilung. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein Level-Up wieder verdient, würde ich doch sagen. Warum habe ich mich jetzt eigentlich geheilt? Ich hätte auch einfach warten können. So. Ihr erkennt vielleicht das Wohnzimmer aus vorheriger Sequenz. Habe ich nicht gesagt, du sollst nicht hierher kommen? Das mag sein. Halt, hör zu, wir wollen mit dir reden. Du wirst kapieren, weil du uns ausreden lässt. Schießt er auf seine Freunde. Wie ist denn der drauf? Da hat sich einer versteckt, Mann. Krass. Ich wollte nicht, dass jemand von euch mit reingezogen wird. Naja, mir ist egal. Ja, das ist wieder mal typisch, Cloud. Es ist zu gefährlich. Bla bla bla. Nun, wir stecken schon mittendrin. Wir sahen dich und eilten schnurstracks herbei. Komm schon, Barrett. Erzähl uns, was hier abgeht. Hey, Leute. Ich hab gehört, dass ein Mann mit einem Gewehrarm für Morde in der Kampfarena-Form verantwortlich sei. Warst du das? Da ist noch ein anderer Mann mit einem Gewehrarm.
den ein Gewehr am implantiert wurde. Das ist 4 Jahre her. Alles 4 oder 5 Jahre her. Komisch, ne? Ich erinnere mich. Ich war auf dem Weg nach Hause von einem Reaktor, der im Bau war. Barrett, dein! Dein! Komm schnell, das Dorf wird angegriffen. Es sind Shinra-Soldaten. Was? Ich muss mehr trinken. Ja. Guck mal, Lagerfeuer. Hol die Marshmallows. Also dafür, dass alles so Pixelgrafik ist, ist eigentlich immer noch ziemlich cool animiert, oder? Was zum Henker ist passiert? Barrett, du bist einfach nicht gut für meine Stimmlage, habe ich das schon mal gesagt? Ja, der weint halt, der ist jetzt total sauer und so. Rüttel, rüttel und bekommt gerade einen epileptischen Anfall. Hey Barrett, es ist noch nicht vorbei. Wir warten alle. Sie warten alle. Gehen wir zurück ins Dorf. Das gerade brennt. Barrett, dein, schützt das Dorf. Ja. Oder den alten Mann. Alter Mann! Komm, Barrett, wir müssen uns beeilen. Barrett, du bleibst hier. Wenn du so zielst, kannst du den ganzen Tag schießen und nie treffen. Halt die Klappe! Haha, hört auf rumzuspielen. Pass auf! Nein, halt aus! Hör zu, du gehst zurück zum Dorf, hörst du? Ja, ich lass nicht los. Du kommst zurück. Alle warten auf dich. Eleanor und Marlene. Alle warten auf uns. No! Tschüss. Seitdem konnte ich den rechten Arm nicht mehr benutzen. Ich war eine Weile deprimiert. Aber dann habe ich meine künstlichen Arme weggeworfen und mir ein Gewehr einsetzen lassen. Hab einen neuen Arm, um Rache an Shinra nehmen zu können, die alles wegnahm. Damals sagte der Arzt, dass noch ein Mann derselbe Operation hatte wie ich. Aber bei ihm war es der linke Arm. Aber dein hatte die gleiche Verletzung wie du, oder? Ja, das stimmt. Ihn hat Shinra auch betrogen. Er kämpft bestimmt mit Shinra gegen uns. Mit uns gegen Shinra? So rum. Wird mich nicht drauf verlassen. Muss mich bei deinen entschuldigen, bevor ich in Frieden ruhen kann. Ich in Frieden will er sterben? Knarre an Kopf, bang, bang, bang. Und deshalb muss ich allein gehen. Mach, was du willst. Ist es das, was du hören wolltest? Ich kann dich nicht allein lassen. Falls du wegen mir stirbst, kriege ich Albträume. Barrett, ist das nicht das Ende? Das ist nicht das Ende, so rum. Wolltest du nicht den Planeten retten? Hey, je, tiefer! Das sollst du inzwischen wissen! Mir geht's auch nicht anders. Das ist einfach zu verstehen. Klingt nach dir, Barrett. Also, so sieht's aus, Barrett. Schätze, es werden Barrett, ich und... Ja, genau eigentlich die Zusammenstellung sein. Tja, go, go, Gadgetto laufen. Da hinten ist eine Truhe, die leer ist. Die ich trotzdem nochmal untersuche. Leer. Jetzt gehe ich hier unten nochmal in das Haus.
Eis. So. Iris, ihr Ulti bewahre ich mir jetzt auf, weil ich den göttlichen Zorn gleich nehmen möchte für etwas Bestimmtes, was ich jetzt gerade nicht verraten möchte. Ich möchte nicht unbedingt spoilern, aber den göttlichen Zorn, den spare ich mir doch gerade mal auf. Und werde dann gleich irgendwann... Hi! Ein neuer? Tja, dann schmeiß eine Runde. Ja. Bullshit, okay. Kann ich alles nicht gebrauchen. Hau rein. Ist halt eine Kneipe. Was willst du hier unten im Arschland auch sonst machen, außer saufen? So, man kann jetzt zum Glück ums Haus rumlaufen, wollte ich gerade sagen. Also wenn man kann, kann man. Aber wir können gerade nicht. Zauber, Barrett, Blitz 2, gib Gas. Zauber, Cloud, Eis 2, gib Gas. Und das brauchen wir zwar nicht mehr, aber Matra-Zauber für den Fall. Heilung! Frag mich mal warum, aber wir wurden geheilt. Er ist mit diesen Masken da einfach. Die haben eine gute und eine böse Seite und je nachdem, welche fällt, kriegen wir ja Schaden oder eben nicht. So, ich würde sagen, kurz vorm Level-Up wieder mal. Und dann wäre Barrett auch schon wieder auf 23. Genau wie die Aris. Cool. Also nicht mehr allzu weit weg von einem, sagen wir mal, guten Level, wo man echt schönen Schaden mit dann austeilen kann. Lasst uns mal eben ein Zelt nehmen. Und lasst uns mal eben nochmal abspeichern. Denn man weiß ja nie. Coral-Region. Gefängnis von Coral. Hängen wir hier die ganze Zeit nur in Coral ab, oder was? Ist die Costa del Sol gehört auch mit zur Coral-Region, oder was? Ah, shit happens, ne? Nein, da wurde einer niedergeschossen. Auf den Weg, wo, auf den wurde auch geschossen. Sag ich ja. So, dann wollen wir mal wollen. Ja, der Boss ist heute echt nicht gut drauf. Bla, irgendwas. You never know. So, gucken wir mal jetzt, wen wir hier in der Wüste auch so antreffen. Zum Beispiel Mr. Wurm. Mr. Wurm ist recht fies drauf. Eis ist, glaube ich, am effektivsten gegen den Jungen. Boah. Ah ja, und der macht hier sowas. Zack. Eis 2. Analyse. Ich glaube zwar, dass der Wurm jetzt jeden Moment draufgehen wird, aber you never know. Ja, okay. Also zweimal Eis 2 und dann wäre der eigentlich auch schon Geschichte. Yay! Ich muss natürlich mit den 40 AP, die wir hier jedes Mal bekommen, nicht erklären, dass es hier eigentlich ein super toller Ort ist, um schnellstmöglich 400 Punkte und 40 AP schnellstmöglich hier die Sachen hochzuballern. Ah, geil. Guck mal, Genesung ist kurz davor, Heilung 2 zu werden. Zwei Kämpfchen. Und dann wäre es auch soweit. Ja, guck mal, der Chocomog, der braucht auch nicht mehr allzu lange. Dann ist der auch auf Level 2. Schön. So. Mal gucken, wann wir irgendwas hier in der Wüste finden. Ich laufe mal ein Stück zur Seite. You never know.
Es wird sowieso jetzt aktuell immer erstmal nur dieser... Ach, scheiße. Jetzt habe ich das für umsonst eingesetzt eigentlich. So. Aber wir werden ja sowieso noch ein paar Mal gegen den Dreckswurm kämpfen. Von daher ist das, glaube ich, alles aktuell noch im Bereich des Möglichen. Ja, die Granate hier einmal einsetzen. Bang! So, tschüss Wurm. Der macht halt guten Schaden, der Wurm, und demnach werden wir natürlich schnell imstande sein, auch wieder die Limits zu benutzen. Wir sind halt jetzt auf der Suche nach diesem Dein. Der muss hier irgendwo rumlaufen. Denn wo ist der Deinhard? Ahaha! Erdbeben! So, was bist du denn? Du bist ein Landwurm. Level 22 gegenüber Kälte bist du schwach. I thought so. Go, go, Gadgetto Kälte. Erdbeben! Ich hätte halt wirklich hier den Heilzauber beim Barrett mit alle verbinden sollen. Zack. Na komm, Sandsturm. Okay. Zauber, Heilung. So, und er jetzt auch nochmal Heilung, dann sind die alle wieder voll. Und dann kann man den Wurm auch endlich den Gar ausmachen. Ja, greif ruhig nochmal alle eben an. Ja, also ihr seht ja, das geht ziemlich, ziemlich schnell. Oh Mist, okay. Mit den, wie die Balken da ansteigen. Zack. Weg. 1500 hat der. Dann sind es eigentlich Genesung Level 2. Sind es immer so zwei Kämpfchen. Sowas in dem Dreh. Na, leider noch nicht.